Hilfe! Hilfe! Die Seenotretter in Büsum bauen am Anlegesteg. Von hier aus hat Olaf Bohrmann, der Fuhrmann, einen guten Überblick über alles, was auf die Nordsee rausfährt. Was ist das denn doch? Das sieht aus wie ich und meine Stichsäge. Du, das ist wie diese Trimmer, diese Hubicat oder wie die heißen hier. Hier hat auch noch ein kleines Elektromotörchen dran, wo er selber den Strom produziert. Umso schneller fährt das Boot. Der Wetterdienst meldet Orkanböen. Die Nordsee ist gefährlich, vor allem wenn sich ein Unwetter zusammenbraut. Schiffe und Boote kommen in den Hafen. Nur der merkwürdige Katamaran ist rausgefahren. Olaf ist das nicht geheuer. Nach einiger Zeit fährt er hinterher. Wind hat er gedreht. Sieht nichts, es zieht genau auf, genau in diese Richtung. Aber weit und breit kein Katamaran in Sicht. Da kommt die Brise, da kommt der Regen. Mit Mach. Dann wollen wir mal gucken, in welche Richtung er fährt. Richtung Helgoland, vermutet Olaf. Wenn er Orkanböen meldet, dann muss man damit jetzt nicht unbedingt nach Helgoland fahren. Also ich würde es nicht machen. Nach einer Stunde Suchen taucht der Katamaran endlich auf. So wie es aussieht, fährt er gar keine Richtung mehr. So wie es aussieht, hat er kein Mast mehr. Ja, das sieht ganz danach aus. Ohne Mast treibt der Eigenbausegler hilflos auf den Wellen. Fabian und Jörg müssen herausfinden, ob was Ernstes passiert ist oder ob der Mast aus Sicherheitsgründen niedergelegt wurde. Moin! Bei dir alles in Ordnung oder ist am Mast da? Das ist runtergekommen. Mastbruch. Wollen wir dich abschleppen oder was? Da kommt drauf an, was sind das für finanzielle? Das ist ein Seenotfall, das kostet gar nichts. Es gibt noch Wassersportler, die die Arbeit der Seenotretter nicht kennen. Jede Rettung im Notfall ist kostenlos und wird durch Spenden finanziert. Also zurück nach Büsum. Wo kannst du denn bei dir was anbinden, dass wir dich schleppen können? Vorne in der Mitte oder was? Kannst du denn noch steuern? Ja, ne? Der Hightech-Katamaran stellt Fabian und Jörg vor eine Herausforderung. Wie schleppt man dieses Unikat bloß ab? Steuern kann er noch. Fabian muss den Fuhrmann fragen. Und der weiß es genau. Ja, dann nimmst du so eine lange Schleppleine und dann findest du so ein Spitzelhemd dran. Ne? Der ist ja ganz leicht. Ne? Er kriegt die sonst ja nicht fest. Von unseren Stropfen, die wir da hinten gemacht haben. Alles klar. Nimm mir die Stropfen und dann die kleine Schleppleine. Ja, genau, die. Immer wieder werden Freizeitskipper gerettet, die Gefahren auf See unterschätzen und schlecht ausgerüstet sind. Achtung! Es wird Zeit, aus der Gewitterzone rauszukommen. Und dann bindest du die weiße Leine an bei dir. Die weiße Leine, die da dran ist, machst du fest. Über eine komplizierte Leinenkonstruktion gelingt es Fabian endlich, den Katamaran zu sichern. Ja. Ab geht's Richtung Büsum. Ganz gut gewesen, dass wir doch noch hinterher gefahren sind. Ist auf Verdacht hinterher. War doch ganz gut. Weiß ja nicht, was für ein Seemann das ist. Wie er damit um kann, keine Ahnung. Das Boot sieht sehr merkwürdig aus. Habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Doch, im Film habe ich das mal gesehen. Irgendwo Tahiti. So wie die Eingeborenen mit dem Paddel da durchgefahren. Ja. Aber das habe ich sowas noch nie gesehen. Das war ja nur noch ein Staub auf dem Wasser. Das ist ja, wenn da so ganz kleine Wellenkämme sind. Und die werden oben abgerissen, dass das Wasser übers Wasser fliegt. Wenn das ist, dann haben wir 10-11. Und das haben wir in den Böen gehabt. Der hatte ja nun gar nichts mehr. Der hatte kein Sprechfunk, wohl anscheinend auch kein Telefon. Ja, der war mit seinem Kulani da, seiner Voljacke stand er da an Deck. Wir haben Gewitterböen gehabt mit 10 Windstärken. Und das regnete wie sonst was. Ihm lief das Wasser oben rein und unten wieder raus. Wollte sich mit ihm unterhalten, dann turnte er da was rum auf seinem Boot.
Dann lag da nebenbei noch so ein kleines Gummiboot mit zwei so kleinen Paddels dran, so ein, wo man im Hafen mit hin und her paddeln kann. Ich weiß nicht, er ist wohl überzeugt gewesen von seiner Arbeit, aber ich weiß nicht, ich nicht so ganz. Für Olaf und seine Männer gibt es immer wieder neue Dinge auf See zu erleben. Jeder Einsatz ist anders. Dienstbereitschaft in Büsum. In der Männertruppe von Olaf Burmann läuft alles nach klaren Regeln und noch größerer Routine. Rolf Puls will heute die Schiffsglocke polieren. Das gute Stück hat seinen Glanz verloren. Das gehört dazu. Und das zeichnet anderen auch die Mannschaft denn ja auch aus, dass das Schiff ordentlich und sauber ist. Ne? Und das gehört eben dazu. Der nagelneue Kreuzer muss glänzen. Fabian und Olaf Burmann machen inzwischen eine Entdeckung im Hafenbecken. Flaschenpost. Oder ist das eine Schnapsbuddel? Fadi hat die Buddel leer gesoffen. Langt der? So knapp. Ebbe und Flut spülen so einiges an. Heute vielleicht einen Notruf? Ja. Papa geschrieben oder was weiß ich. Mal gucken, was da drin ist. Hilfe, ich sitze auf Trichen fest. Der Vogelwart. SOS aus Büsum. Oh Gott, wie niedlich. Die haben sie da irgendwo in den Hafen geschmissen, ne? Aber wenn da so Flaschenpost, wenn wir die mal finden, wenn da irgendwelche Flaschenpost, wir antworten immer. Das ist ja ganz niedlich. Aber die meisten, die sind nicht von hier, die meisten kommen von weiter weg, ne? Da steht jetzt drauf, wer das liest, ist doof. Ja. Nein, eine kritzelige Schrift. Hier ist eine Crew aus Tede, Justin und Hummers aus Büsum. Helft uns, wir sind im Krieg. Bitte helft uns. SO8 hat er geschrieben. Nee, schnell durchgekritzelt. SOS. Oh, irgendwelche gehören. Na, sie sind im Krieg. Das ist ja niedlich. Helft uns, SOS. So, weiter. In die Gang. Siehst du? Jetzt ist sie wieder schön. Auf geht's zur täglichen Kontrollfahrt über die Nordsee. Was gibt es Schöneres? Diese Männerwelt funktioniert ganz ohne Frauen. Von morgens bis abends hocken wir was auf einen Haufen und arbeiten zusammen. Man muss sich erstmal an die Leute gewöhnen, wir sind eine Männergemeinschaft. Ich habe noch nicht gehört, dass es eine Frau an Bord ist bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Dass da irgendwo eine Frau fest angestellt ist. Bei den Freiwilligen gibt es sowas. Sie kann auch abends nach Hause. Hier nicht. Das ist sicher. Solange ich hier bin, nicht. In Büsum haben die Seenotretter gleich am Morgen einen Einsatz. Olaf Burmann und sein Kollege Carsten Hollatz kommen aus dem Watt. Mit dabei ein geretteter Hund. Komm her. Oh, Psalla. Komm, du müder Gesell. Komm her, du müder Gesell. Ja. So, er ist ja gutmütig. Bist du in der Arsch im Wasser? Der hat nicht mehr lange geschwommen. Komm her, du Dicker. Du bist ein dicker Mops, bist du ja. Ja, Knopf. Ja, du bist ein alter Köder. Der Hund saß auf einer Sandbank fest, von der Flut überrascht. Ein Fischer hat die Seenotretter informiert. Olaf und Carsten sind sofort raus, um den Hund zu retten. Sowas ist hier noch nie passiert. Olaf hofft auf Hilfe von der Polizei, aber die hat keine Meldung über einen vermissten Hund. Und nun, wie geht er nun weiter? Tierrettung ist nicht alltäglich und das Hundchen kann nicht bei den Seenotrettern bleiben. Olaf versucht es weiter bei der Feuerwehr. Schönen guten Tag, Burmann, Rettungskreuzer in Büsum. Pass mal auf, wir waren eben los und haben einen Hund aus dem Wetten gefischt. Der ist aber nicht vermisst. Ich habe bei der Polizei gerufen, der ist nicht vermisst. Ich kann hier nicht weg. Ich bin hier vom Rettungsboot, wir haben Dienst. Jederzeit könnte jetzt ein Notruf kommen. Eine Lösung muss her. Olaf hat eine Idee. Das ist in Büsum. Wenn man zum Leuchtturm hinfährt. Büsum zum Leuchtturm, wenn man weiß, wo der Leuchtturm ist. Wunderbar, alles klar, besten Dank, tschüss. Die gute Frau hat gesagt, der vom Tier reinkommt, Hundchen wird abgeholt. Hundchen ist gerettet. Ist doch niedlich, ne? Das ist niedlich. Ist ja so weit, ist ja Dalmatiner, ne?
So eine, das ist das Mischmasch. Ja. Guck mal, hier sitzt er. Das hat ihn auch nicht angestrengt. Na, er ist ein bisschen spazieren gegangen. Der Wappen hier, der Hund, schläft da. Der wird trunken, das hat er nicht geschafft. Da wäre ich hingekommen zum Dorch. Und der Segler sagt, Hund, was für ein Hund? Ich komm, hier sind Seehunde, die hier rum, sagt er, jo. Hier ist sogar ein Hund. Weg. Die rennen jetzt rum und suchen ihn. Die rennen jetzt wie die Blöden den Deich auf und nieder und suchen ihn. Ne, Hundchen? Einfach weglaufen. Ja? Nö. Seine Rettung ist inzwischen Stunden her und keiner holt ihn ab. Muss Hundchen jetzt bei den Seenotrettern bleiben? Was ist, wenn die Männer zu einem Einsatz gerufen werden? Ja, genau. Einfach Schienlinge. Olaf ruft noch einmal an und endlich kommt jemand vom Tierheim. Hoi. Na mal, Jung. Feine. Du kriegst nochmal einen Halsband auf. Ja. Der ist auch schon konfirmiert. Ja, der ist super, ja, vorne nicht. Schlechte Themen. Ja. Hundchens Abenteuer im Watt und bei den Seenotrettern ist damit beendet. Oh, kenne ein Auto. Ja. Tschüss. Kimo, oh Gott, ihr habt ein Auto kennt ihr? Ja. Aber Boot muss er wohl aus. Also ich freue mich, dass der Hund ein guter Obhut ist. Das arme Tier. Der wird morgen wieder zu Hause sein, da bin ich ja nur fest von überzeugt. Auch für Olaf ist der Einsatz erledigt. Ende der Vorstellung. Und die Welt in Büsum ist wieder in Ordnung. Und das kann lange dauern. Auch als Vater-Sohn-Gespann eine nicht immer einfache Sache. Ja, da muss man ein bisschen trennen können, ne? Beruflich und privat. Natürlich ist das ein bisschen schwerer, aber gerade wenn Einsätze sind, dann ist das natürlich gerade getrennt, denn beruflich und privat. Ne, wenn man hier jetzt zusammen am Tisch sitzt, redet man natürlich ein bisschen anders miteinander, als wenn ich jetzt mit meinem Kollegen hier rede. Dann redet man auch über andere Themen. Aber sonst läuft das eigentlich ganz gut. Und sie sind Vater und Sohn. Ja, nun steht der hinter mir. Ja, natürlich. Also das ist falsch. Du bist enterbt. Ja. Wattwanderer gehabt. Da sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Also das bleibt natürlich auch in Erinnerung. Also die waren wirklich, ich sag mal, kurz vor Peng. Die Frau hatte schon aufgegeben. Die sagte, sie muss ertrinken. Das war jetzt so ein Wetter wie jetzt. Und sie sagte, ihr sind die großen Wellen über den Kopf zusammengeschlagen. Also kann man sich vorstellen, wie das für sie gewesen ist. Im Falle des Falles muss es perfekt klappen. Für Fuhrmann Olaf Burmann der schönste Job der Welt. Gerade die Übungsfahrten haben es ihm angetan. Für mich selber war persönlich der Reiz die Freiheit. Die Freiheit, die du hast, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Du bist nicht bei einer Behörde. Die Übungsfahrten, so wie eben gesprochen, die Übungsfahrten, die setzen wir selber an. Wir bekommen nicht vorgeschrieben, wir müssen eine Übungsfahrt machen, sondern die setzen wir selber an. Wir können fahren, wann wir wollen und diese Übung machen. Und diese Begeisterung hat er anscheinend an seinen Sohn Fabian weitergegeben, denn der ist seit 10 Jahren ebenfalls an Bord der Theodor Storm. Wenn sein Vater nicht Schicht hat, übernimmt auch er das Ruder. Und bei allem Stress 2 Wochen lang 24 Stunden am Tag zur Verfügung zu stehen, diese Momente sind es immer wieder, die Vater und Sohn Burmann für alles entschädigen.